in Altona. Der König herrscht, das Volk ist arm, gierig nach Schätzen und fruchtbarem Land. Der kindliche König die Flotte entsandt. Diggah gesetzt mit 300 Mann, der Kapitän und sein Kommandant. Sie kriegen grad mal 7 Tag, als das große Unglück geschah. Es heißt, man fand sie im Totmeer, hielten am Rumpfass, es war schon fast leer. Im Heimathafen an Gallen gebracht, der Kapitän und sein Kommandant. Doch bevor der Erste hing, fing der Zweite an zu singen. Unsagbare Schätze suchen hier ihre Wolk und hielt in den Händen ein Stück Nazi-Gold. Hat so ein